Gehen wir mal dahin. Fabrikanlage. Bringt uns eigentlich nicht viel. Was haben wir hier? Der Eiffelturm. Ja, warten wir erstmal auf den Eiffelturm. Wie heißt der? Bi Cheng. Großer Ingenieur. Aha. Na gut, machen wir weiter. So. Geht ja langsam voran. Es dauert immer ein bisschen. Auf die Uhr schauen. Oh. Das ganze Land war über das Radio miteinander verbunden. Wir alle erlebten die gleichen Helden, Komödianten und Sänger. Sie waren Giganten. Von Woody Allen. So, jetzt können wir natürlich unser Flugabwehrgeschütz bauen. Den Funkturm und den Eiffelturm. Ah, da, gut. So, du schnarchst eine Runde. Klar, man sollte die nicht auf einem Feld lagern, aber anders kann ich es nicht machen erstmal. Ja, machen wir es in Bereitschaft. Gut. Wie lange dauert der Eiffelturm? 14 Runden? 5 Runden dauert er denn noch. Turmbombe wird dahinter geschickt. Stellungswechsel. So. Und die bleibt auch da, falls wir doch nochmal was brauchen. So, was können wir uns jetzt bauen? Das Radar. Den Bomber. Jetzt holen wir uns einen Bomber. 7 Runden. Und 5 Runden haben wir 400. Die bauen sich zu schnell auf hier. Das sieht man schon. Huhu. Ich hoffe, das wird nicht zu viel hier. So, das dauert mal wieder ein Weilchen. Ich gucke mal. Nee, diplomatische Übersicht. Wo war denn das? Konnte ich denn das sehen? Da müssen wir auch so raufgehen. Easy, ne. 400, also hat er schon was ausgegeben. An Einheiten. Das müssen wir nächste Runde wahrscheinlich machen, oder übernächste Runde. Ich werde mal sehen. Aber wir müssen die so schnell wie möglich das Geld abluchsen, weil, wenn man hier sieht, die haben hier zwei, da haben sie Artillerie, Abwehrgeschütz, Heli. Die werden die ganzen Einheiten noch nach hinten verschanzt haben. Also ich denke mal, weil das ist auch ein Schwierigkeitsgrad eingestellt, wo die auch wenigstens KI haben. Das heißt, KI, künstliche Intelligenz, für die, die es noch nicht wissen. Und die KI, die wird ja an jedem Spiel sozusagen angepasst. Und die lernen während des Spiels bei Civilization. Das finde ich schon mal genial. So, du schläfst da oben erstmal. So, du bist hier. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Runde greifen wir 100 Pro an. Okay. Einmal darunter. Ich will nur die Artillerie da kaputt machen. Da, ach nee. Sollen sie da unten sein? Nächste Runde. Und jetzt in der Runde werden wir den Krieg anzetteln. Würde ich mal vorschlagen. Gut, wir haben. Also, das ist eigentlich ein guter Stützpunkt hier, wenn man es so nimmt. Sucht einen großen General. Und Einheitenbeförderung. Ist einmal da. Mache immer auf Flachland und gegen Fernangriffe. Machen wir als spezielle Einheit, würde ich sagen. So. So,
So, du bist auch fertig. Gut, dann würde ich erstmal sagen, Hallihallöchen. Ise, Danu? 551 hat er gehabt. Mensch. So, 551. B-b-b. Hast du noch Luxusgüter? Gold, das nehme ich mit. Was verlangt ihr dafür? Gold pro Runde. Okay. Eisen kannst du haben, das kannst du haben. Uran. Kann der Handel jetzt eigentlich werden? Super. Machen wir 10. 10. 10. Dafür das raus. Und Uran raus. So, wie können wir Han jetzt eigentlich finden? Ne, dann muss ich das mal so verschlagen. 10, 10, 10, 0, Uran 0 vorschlagen. Dieser Dachwacker. Will er nicht. Gut, dann tue ich ihm eine Schippe rauflegen. 20, machen wir 30, 10 vorschlagen. Dieser Dachwacker. Oder nicht? Dieser Dachwacker. Hm. Dann müssen wir es so machen. Na ja gut, machen wir es so. Blub. Hakiwahi. Und Krieg erklären. Hallihallöchen. Dieser Oh, das ist gerade ganz schön laut gewesen. Oh. Jetzt machen wir Bubub, Bubub. So, dann lassen wir mal das Festspiel hier beginnen. Der hat noch genügend Platz. So, was machen wir mit dir? Einmal angreifen bitte. So. Du mal da drauf. Da drauf. Dich modernisieren war. So. Ach, wieso mache ich es mir nicht einfacher? Ich mache mir erstmal eine Atombombe. Die Stadt. Ich hoffe, ich treffe jetzt keinen von mir. Egal. Kabusch. Nee, zum Glück. Man hat ja diesen Radius gerade gesehen und da in dem Radius werden eigentlich die Einheiten getroffen. So, jetzt wird's alles bearbeitet. Es ladet. Super. Keine Einheit von mir angegriffen. Super. Das heißt, nochmal angreifen kann ich nicht. Das ging nur bei Deutschland. Also wer denn die Deutschen mal nimmt, falls er sich das Spiel kauft. Gutes Gelingen, weil das die haben Blitzkrieg und wer dann so lange durchhält, top. So. So. Die kommen nicht weit. Machen wir erstmal Jäger. Jäger. Auch wenn es so ein bisschen ist, es hilft immer. So, du da drauf. So, du gehst erstmal nach dort vorne hin. Sonst kriege ich die. Ja klar. Ah nein. So. Ich will erstmal. So. Super. Du kannst dich dann erstmal auf Heilung stellen. Was haben wir hier? Den großen General. Super. Den tun wir auch gleich mal dafür einlesen.
Und ja, was mache ich mit dir? Kurze Heilung. Noch eine Atombombe. Okay, die werde ich auch mal hier drauf packen dann. Da bist du. Ich denke mal, so weit vorne könnte ich es hinpacken und du wieder ausruhen. Nee, du gehst nach oben. Du lässt dich von denen nicht einschüchtern. Ich brauche die Angriffskraft sozusagen oben. Hier haben wir noch einen. Damit machen die da fertig. Oder die? Nee, den da. So. Gut, dann haben wir ja das Gröbste schon mal fertig. Bündete einen großen Generals. Hier hatten wir noch eine Stadtstaatnachricht. Das war die. Erstmal die Produktion wählen. Lalala. Was machen wir hier? Wir bauen hier ein bisschen Stadtmauern. Gut, Produktion wählen. Was haben wir hier? Panzerabwehrkanone, Flugabwehrgeschütz. Und mechanisierte Infanterie. Ja, was mache ich mit dir? Immer weiter nach vorne. Man kann keine Stadtwarte angreifen. Also der Heli da. Die haben nur 50. 52. Ist mir sowieso ein Rätsel. Da und da. Das Level. So, na gut. Einmal so. Produktion wählen. Und was haben wir hier? Da machen wir uns einen Panzer haben wir. Machen wir einen Panzer. Nächste Runde. Gut. Jetzt kommen die ganzen Flieger, Bomber und also Jäger. Bomber sind es ja noch nicht. Ach ja. Also, wenn das jetzt so die wirklich die letzte Aufnahme ist, dann würde ich ge gerne mal fragen, wie findet ihr eigentlich also Civilization auch von der Aufmachung her? So strategisch? Würde ich gerne mal wissen, also von euch. So, das war's mit dem. Ach stimmt, da habe ich auch noch welche. Ups. Gut. Da habe ich auch noch welche. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, wo sie alle sind. Armbrustschützen? Die haben sich dort oben hingepflanzt, oder was? Ach, jetzt fangen die wieder das Ding da zu bombardieren. Okay. Na gut. So. Ich glaube, ich habe zu viele Stadtstaaten. Wie man sieht, die Liste geht mal wieder bis ins Unendliche. Da will ich mal meine Atombombe. Die fliege ich mal kurz hier ein. Dann kann ich. So. Lass ich mal, die greifen wir da an. Komme ich da mit dir hin? Ja, aber locker. Nee, das wollte ich jetzt nicht.